Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper. Hi. Nabo. Guten Tag. Banwar. Hallo. Und mir, dem Enno. So, und wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Zu Elgato? Ja, wir müssen uns eine Capture Card holen. Oh Gott, und ich wollte gerade sagen, das ist nicht die Capture Card. Banwar. Und war mal kleiner Tipp noch, wenn du jemanden in der Dunkelheit suchst und wiederbeleben, nutzt die Wärme. Ja, das hatte ich. Was? Das hatte ich, aber da waren ziemlich viele Gegner. Okay, dann ist es so. Ja. Die funktioniert aber nicht so gut, wenn deine optische Tarnung bei einem Unfall angegangen ist. Nee, die geht dann, glaube ich, aus, automatisch. Die ist doch, glaube ich, auch an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, sie soll dich ja beschützen. Also, ja, ich kann nicht vermuten, dass sie angeht. Ich glaube eher nicht. Wenn du down gehst, was ja anhand der. Oh! Ich glaub. Wir kriegen mal raus. Komm alle raus. Die Tarnung ist doch hier an deine. Mann, ich komme jetzt gerade nicht drauf. An deine. An deinen Gesundheitszustand, an deine. An deinem Puls hat das alles mit gekoppelt. Das haben die doch irgendwie vernetzt. Ja, aber sie soll einen ja schützen. Also von daher würde ich mal vermuten, dass sie angeht, wenn du down gehst. Also wenn du bewusstlos wirst oder so, um dich halt zu verschweigen. Verschweigen. Gott! Alter, Englisch ist heute eine ganz schwere Sprache. Ach nee, Deutsch war es ja. Ja. Kommt der auch ins Tagelaufen? Oh, da hinten bist du schon. Ich laufe den zwei Pappnasen hinterher, also. Immer schön ins Tal, da ist eine Straße. Ja, schön im Gleichschritt. Immer schön durch die Hose atmen, oder wie war das? Immer macht schön locker mal durch die Hose atmen. Wobei, manche sollten ihren Hasenstall zumachen. Die Möhre will keiner sehen. Naja, vielleicht so ein paar von diesen komischen Politikern da aus der hier aus Deutschland. Habt ihr das da gehört? Nee, nicht diese wirklich komischen Idioten da, die da irgendwie alles verbieten und dann wieder doch nicht verbieten und das dann alles als Fake News darstellen, so wie ein gewisser anderer Herr Präsident. Wann war? Gute Idee. Einmal aufmunitionieren. Ja, okay. Danke. Oh, ich bin schon voll. Hallo, lass mich doch mal. Dass du voll bist, ist mir klar. Hättest nicht so viele von den Energy Drinks mitnehmen sollen. Hinter uns. Was? Wen sollten wir mitnehmen? Du hättest nicht so viele von den Energy Drinks mitnehmen sollen aus dem letzten Einsatz. Ach, die waren noch netter. Was war das? Na, jetzt rumgeschrien. Ich glaube, da wurde einer von Michael Myers erwischt. Freitag der 13. Ich mache eine neue Verfügung. Wo stehen die denn in seiner Reihe? Also mir würde Michael Myers mehr Sorgen machen. Mit Jason kommt man klar. Jetzt war das der Kopf weg und dann ist er tot. Aber Michael? Scheiße. Links. Hier ist Johnny. Machen wir jetzt hier, haben wir Escort oder was? Yes. Weiß nicht. Nochmal links. Uns. Wir haben einen Escort, aber... Ja. Der ist jetzt nicht mehr sichtbar, der ist... Nicht innerhalb der aufgedeckten Bereiche. Jetzt sag mir nicht, wir müssen da oben rein. Ah, wir müssen die Katze doch bestimmt genau siebenmal töten, oder? Erst den Transport? Ja. Einmal anhalten hier. Wir gehen hier einmal rechts hoch. Okay. Auf den Berg. Ich höre Schüsse. Verfickte Scheiße! Ja, ich höre auch Schüsse, das ist Pony. Yeah. Die Kleine ist unterwegs. Vorsicht, wann war? Turm mit festem Geschütz. Niemand auf dem Turm. Aber Mann, die funken schon. Ja, bleib weg. Sie haben wieder nur dich gesehen. Bist du bei mir? Ja, ich bin bei dir. Wann war? Deswegen, bleib weg. Sicherheit, ich renn jetzt mal. Das Licht ist. Das ist neu. Die Technik. Unsere Anzüge sind ja auch das Neueste. Ja. Enno, wann war, ihr könnt zu 1 vorrücken, den ausschalten und da ist ein
Fass, das ihr markieren könnt für die Rebellen. Okay, ich gehe den Turm hoch, hoffe, dass ich von dort bessere Sicht sehe. Das Fass schon mal. Ich sehe den Heli. Ich glaube, sie haben meinen Kontakt für mich verloren. Eins ist down. Komm zu uns hoch. Mama, du kannst drauf, ich sehe gerade keinen mehr. Achtung, da rennt einer bei dir, Reaper. Zehn. Ich wurde aber kurz gesehen gerade. Und das war nicht der Heli. Ich glaube, das ist der Heli. Das glaube ich nicht. Ja. Was ist jetzt zur Hölle? Ziel verloren? Was? Hä? Anscheinend. Wieso ist das Ziel abgehauen, okay? Okay. Gut. Ja. Geht dann wieder gut los. Dann ist wieder das Übliche, einer steht mit einem Auto, um jemanden zu verfolgen. Wie damals bei der Raffinerie. Und? Hm? Ist doch eine gute Lösung gewesen damals. Nochmal Hilling. Bitte, wie was? Wunderbar. Das fängt ja gut an. Ach du Kacke. Was macht Uni da denn jetzt hier? Ich lege. Wann geht's nicht gut? Er ist hier bei uns. Mist. Gib mir Deckung. Hart, soweit es geht. Oh, danke. Alter. Was ist denn hier los? Das war's also mit uns. Mit unserer Deckung. Unser Zimmer befindet sich noch da drin. Okay, ich nehme schon mal das nächstbeste Auto, falls ich den Gegner verfolgen muss. Gut, okay, dieser Suff sollte eigentlich ganz gut sein. Mann, Unidad. Die größte Plage auf dem Planeten. Ich bin gleich down. Zum Glück hat die Tarnung noch eingesetzt. Wo seid ihr? Ach, seid ihr immer noch da? Wird immer noch vorne an dem Weg. Ich krieg das Licht nicht aus. Da. Wow! Ein Unidad-Fahrzeug müsste da noch sein, oder? Negativ, wir haben. Ja. Jetzt nicht mehr. Die werden immer weiterkommen, du kennst sie doch. Okay, ja, da ist das nächste. Wo ist unser Ziel? Müssen wir es töten oder müssen wir es einfangen? Töten. Los geht's. Okay. Wir warten, bis er rauskommt, dann erschießen wir ihn. Okay. Er bewegt sich langsam auf den Ausgang zu. Er ist auf so einem kleinen Weg. Okay, ist ausgeschaltet. Elgato ist möglicherweise tot. Oh, können Sie das bestätigen? Wir haben seine Biometriedaten. Schicken Sie. Oh Gott, das müssen wir die Leiche noch fotografieren. Also die hat auch Fetische, von denen ich nichts wissen muss. Ich glaube, wir haben es ja auch teils mit Kunstrab zu tun. Reaper, komm mal kurz in den Container. Ach, da oben ist so ein. Ja. Herr Pakatari wegen Mörserfeuer angerufen. Was ist so eine montierte Kunstrab? Ah, lol. Mhm. Steffen, gehst du ein Foto machen? Warte. Hier ist übrigens immer noch sehr heiß. Die Gegend, wow. Der muss hier irgendwo sein, ich weiß nicht genau, wo er gefallen ist, deshalb. Schwierig. Noch mehr. Oh Gott, ich werde stark beschossen. Oh. Ich lieg beim Gabelstapler, also noch nicht, aber gleich. Oh Gott, zwei. Ah! Oh shit. Ich bin zwischen den Steinen. Ich weiß. Kann irgendjemand zum Gabelstapler? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich alleine bin. Kann das sein? Nee. Ach, Chefin, bist noch da. Ja. Ist aber schwierig. Ach, das bist du. Ja, das bin ich. Oh shit, das explodiert doch, wenn's. Das geht schief. Scheiße. Ich weiß nicht, welcher Gabelstapler.
Oh fuck, mir geht's nicht gut. Der Vorderste. Jetzt schießen die auch noch meine Drohne ab. Was ist denn das? Unmenschlich. Scheiße. Oh Gott, oh, da geht's mir besser. Okay. Okay. Oh Gott. Enno liegt da. Nee, ist das. Ja, Enno muss irgendwo bei der Straße da vorne noch sein. Okay, ich versuch mein Bestes. Andere Straßenseite. Ich glaube beim Wasserturm. Habe ich ihn erwischt? Nein, beim Wasserturm. Okay. Ich habe das Ziel identifiziert. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ich kann wieder. Was ist denn der Wasserturm hier? Ach, da. Da, wo der Feind noch schießt. Ah, ich sehe ihn. Ach, danke. Wow. In Ordnung. Wir sehen mal nach. Alles gut, lauf. Ja, ich bin schon unterwegs. Aber ich werde auch getroffen von mir. Ja, ich bin jetzt erstmal halbwegs sicher. So, Tarnung an. Jetzt geht's denen an den Kragen. Neues Fahrzeug kommt, Vorsicht. Ah, diese Unidad ist das letzte. Fuck. Granate fliegt. Oh Junge. Sind noch alle im Leben. Ich weiß ja nicht, wenn die mal reden, die Uni dazu überfunken, höre ich bei denen immer nur irgendwie, ordentlich ist der besser, ich hätte gerne eine Bier. Scheiße, ich glaube, es leben nicht mehr alle. Oh. Noch mehr. Oder ist das der Heli? Nein, das sieht mir aus wie ein Apache-Heli. Ach! Alter, die Fall ist ein Apache-Helikopter. Okay. Ja, ja, ich bin in einem Container, bist du, ich glaube, bei mir. Hast du, hab ich dich? Danke. Okay. Du mich ja, ja, danke, danke. Wow! Granate fliegt! Hola, hombre! Okay. Setze Drohne ab. Okay, Commander? Verdammt! Weißt du, wo Endo liegt? Ja, hier, wo ich eben... er muss da vorne bei der Explosion gewesen sein. Okay, ich versuch mal. War das der Radius? Ja, okay. Beim Gabelstapler. Okay, ich versuch mir das nächstbeste Auto zu schnappen und... holt euch ab. Oh, oh. Ich bin im Radius, sonst nicht mehr. Ansonsten wäre es, glaube ich, besser, wenn wir uns ein bisschen zurück, also weg von der Straße bewegen. Naja. So, ich habe hier einen grünen SUV. Mit dem hole ich euch ab. Soweit es geht, ja. Ist das, bist du das, der reinkommt? Ja, ja, der grüne SUV. Schnell, 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 schnell. Wo ist der Heli? Weiß nicht, ist egal, komm. Einfach rein. Wo ist denn das Auto? Da. Komm, komm, komm. Und ab. Ja, weg hier. Das ist... ja, das geht. Das ist der neue mit dem Überrollbügel, alles klar. Ja. Das ist so ein Toyota Land Cruiser, das geht. Oh, wow, 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 wow. Weil sonst hängen uns diese Uni dann noch ewig am Arsch. Halt dich mal ein bisschen rechts und fahren wir plus rein. Du kommst gleich, also du kommst jetzt auf Schienen zu und du kannst sonst auch den Schienen folgen. Nein. Okay. Nichts gegen unseren Fahrer, aber mit Schienen habe ich so ein bisschen. Meinst du, dann kommt wieder zu? Mhm. Wobei. Das Glück, was wir heute haben, kommt heute alles durch. Wobei, aus einem anderen Einsatz, einer aus einem Trupp hatte da mal was. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Da hat man angeben wollen, ist um eine Felskante gesprungen. Ja, in dem Moment kam der Zug. Batsch. Oh, Kinder!
heute ein Trauma und ich krieg gleich das nächste Trauma. Nach links. Ich glaube, ich guck weiter auf GPS, dann wird mir nicht schlecht. Das ja, und mir auch jedes Mal. Und du hast davon nicht solche rechts. Bilder, die sich dir ins Gehirn einbringen. Hier gibt's kein rechts. Ja, doch hier. Jetzt. Das von ist der bei Straße folgen. Das ist bei unserem Fahrer keine Rechts. Wir sind hier bei Poco. Domäne, der Superwohnmarkt. Oh Gott. Zu, so viel Töpferkram, wie ihr wollt. Mach dafür nicht die Katzenberger immer Werbung? Was machst du, wenn ich mit Freunden hörst? Das sind doch ganz viele. Alle Trash-Leute, die es gibt. Du weißt schon, das Übliche. Hier alle, die beim Container waren. Hier nach rechts, ach da. Ja. So, jetzt töten wir Elgato aber wirklich. Der ist vor uns. Feinde. Wann war? Jetzt hat nicht gesagt, dass es hier gefährlich wird. Ich spring mal raus. Ja, Dieter. Das war sehr simultan. Alle Mann raus, Feuer ist frei. Wir nähern uns jetzt im Zielgebiet. Oh, das sind glaube ich nicht so viele hier. Werden wir sehen. Ich höre einen Alarm. Ich glaube, der Alarm ist aus. Ja, ich habe den fallen sehen. Keine Sorge. Okay. Einer noch auf dem Dach. Sniper auf dem Tank. Down. Scheiße. Okay, du bist wieder da. Okay, da kommen noch einige. Ich liege im Gras, im hohen Gras. Übrigens, falls ich falle. Wo genau? Erinnert mich auch. Ja. Okay. Aua! So, lass mal die Klöten wegschießen. Doch lernt, was er hier macht. Hab die Rebellen um direktes Feuer gebeten. Abschuss bestätigt. Wow, kommt hier ein Mörserschlag? Nice. Ja. Sollte ganz gut getroffen sein. Aber unser Ziel war noch nicht da drunter. Oh. Negativ. Hey, ich glaub, da kann noch jemand sein. So, du! Oh. Dieter einen. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Wir müssen im Gebäude nach oben und dann führt so ein brückenartiges Konstrukt führt zu einem weiteren kleinen Gebäude. Okay. Was ist das eigentlich für ein Becken? Nein, das ist die falsche. Das ist falsch, man war. Hier ist. Geht's ja, nur zu den Tanks hoch. Geht's nur zu den Tanks hoch, das ist nicht das richtig. Aber von den Tanks oben kommt ja auch da drauf. Granate kommt, so. Komme mir da Kohle raus. Oh, Mann. Ich wollte gucken, ob man die Tür aufspringen kann. Ach, oh, Mann. Treppe hoch nach links und dann nochmal nach links. Weil mit den Tanks das ist aber links, schwierig. Nicht rechts. Da. Links und links. Und dann über das Gebäude und dann nach rechts. Und dieses kleine Hüttchen da hinten, da sitzt er. Hm. Achtung, er zielt schon durchs Fenster. Er hat eine Waffe. Hallo, sieht nach einer Pistole aus. Ihr wollt mich töten, Putos? Elgato ist unbesiegbar! Ja, du hast eben Leben, ich weiß, er aber... Ist er's? Haben wir diesmal den richtigen Elgato? Schicken wir Bowman seine biometrischen Daten. Sie kann es uns sicher sagen. Bowman, Elgato ist möglicherweise schon wieder tot. Die biometrischen Daten sind unterwegs. Hab sie. Warten Sie, ich lasse sie durchlaufen. Endlich, sie stimmen überein. Gut gemacht, Nomad. Elgato gehen endlich die Leben aus. Dieses Arschloch hat schon zu viele Anschläge. Nee, der hat eine goldene Desert Eagle. Nehmen Sie mit? Nö, ich hab ja meine. Golden? Hm, die ist direkt neben ihm. Bei euch da oben müsste auch noch eine Medaille sein. Die Schmuggelaktivitäten des Kartells haben einen schweren Schlag erhalten. Neben der Mounted Weapon. Naja, direkt hier, wo der Typ plötzlich stand. Ich komm zu euch. Und der Tod von Elgato stürzt die gesamte Organisation in Chaos. Das passiert, wenn sich der Boss für unsterblich hält. Danke für die Meldung, Bowman. Wir wechseln jetzt zu einem anderen Einsatzgebiet. Ist alles in Ordnung? Ende. Naja, ich bin nass. Ich hab so das Gefühl, dass er gerade vom Dach gesprungen ist. Ich glaube, er hat einen Körper und Klärbecken gemacht. Aua, aua. Achtung, Verschuss. Er ist tot. Bitte nicht auf mich. Jetzt ist er tot. Nun. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfüllt, oder? Ja.
Was? Das war's. Ende Gelände. Ciao, Kakao. So nicht. Das geht besser. Wo ist unser Commander? Ernsthaft, hier oben ist doch gar keiner mehr. Hier runtergesprungen? Ich glaube, sie jetzt, hat. Die jetzt wirklich, hat den Körper hier ins Wasser gemacht, in die Kloake da unten? Ja, guck mal, hier unten ist nicht so, ist es nicht so tief. Da siehst du doch teilweise das Fundament. Also, als ich gefallen bin, bin ich knapp neben das Fundament gefallen. Kann ich ja nicht mal runter. Doch, hier. Ist sie denn runtergesprungen? Oh! Ich sehe sie gerade nicht. Bin auf dem Fundament. Moment, wenn ich meine Antibiotika einfach ins Wasser reinmache. Gerade Drohne gesehen. Fliegt. Komm hoch. Danke. Vorsicht. Dankeschön. Bitte. Tango getötet. Aua. Sag mal, von wo kommen denn da welche? Am Gebäude und oben auf den Silos zwei Stück. Nicht nur zwei, das sind mehrere. Ausreichend. Feuersteckung? Das nennt sich Feuersteckung. Wir klauen das Auto von denen. Ja. Aber da leben noch welche, ne? Ja, ja. Anschnallen, Leute. Sind alle am Auto? Ich laufe gerade. Bin ein bisschen geschwommen. Das war echt fies. Da war plötzlich ein Loch in der Balustrade. Oh. Das war rutschig. Weil das der Arbeitsschutz wüsste. Mhm. Aber gut, den haben wir gerade jetzt auch schon umgebracht. Was sagen die Speicherkarten? Die Speicherkarten sagen, dass man den gut aufhören könnte. Eigentlich gut, aber Gebiet ist fertig, oder? Ja. Gebiet ist sauber. Ja, damit unsere Chefsetage ein bisschen besser dran ist, würde ich sagen, machen wir hier. Okay, dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Lasst ein Like, Comment und ein Abo da. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao. Tschüss. Tschüss.